Liebe Waage, herzlich willkommen zu deiner Preview 2024. Schauen wir uns hier in diesem Video an, was 2024 für dich bereithält, welche Möglichkeiten du hast, was auf dich zukommt, wichtig und ausschlaggebend ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. In der Extended-Version gehen wir Monat für Monat etwas mehr im Detail durch. So, liebe Waage, unter welchem Stern, welches Thema steht 2024? Sie sagen, es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Sie sagen, eine Überraschung wartet auf dich gegen Ende des Jahres, ab Ende Sommer. Dort kommt ein großer Anfang, Neuanfang. Ja, du bist nicht aufzuhalten dieses Jahr. Ja, liebe Waage, gut möglich, dass du im zwischenmenschlichen Bereich mit einem Krebs zu tun hast dieses Jahr. Ein Krebs für dich wichtig und ausschlaggebend wird. Falls nicht, der Juli Sie sagen, du bewegst dich im Juli in für dich neue Ebenen, neue Gewässer, neues Land unter deinen Füßen. Dieses Jahr wirst du nicht nur aus deiner Komfortzone gepusht, die Veränderungen kommen aus dir heraus. Du hast lange genug drüber nachgedacht. Etwas, was jetzt in der kürzlichen Vergangenheit nicht so war, wie es hätte sein sollen, wird dieses Jahr richtig gestellt. Du bekommst, sie sagen, aus undefinierbaren Gründen nicht das, was du dir jetzt momentan erhoffst, sondern es gilt noch wie zwei Umwege zu machen, zwei Etappen, auf das, was du jetzt heute momentan erhoffst, dass sich bewahrheitet, auf das du auf eine andere, ja, auf einen anderen Weg, auf eine andere, für dich bessere Schiene gelenkt wirst. Und das ist dann das Resultat ab Ende Sommer, dann wird es sichtbar. Gut möglich, dass du seit Anfang des Jahres etwas so innerlich, wie kann ich dir sagen, hin und her gerissen bist, etwas unentschlossen bist. Soll ich nicht oder für was soll ich mich entscheiden? Dass dir ja das Entscheiden an sich etwas schwer fällt. Doch wisse, so wie du es sicherlich auch bemerkt haben wirst, du möchtest Neuland in deinem Leben sehen. Neuland in deinem Leben sehen bedeutet, du möchtest das Alte komplett abschütteln. Für dich, ja, du möchtest einen neuen Kick, du möchtest neue Erfahrungen machen und vor allem möchtest du endlich inneren Frieden haben. Du wirst dieses Jahr sehr viele Menschen
kennenlernen, auf sehr viele Menschen treffen, du socialisest mehr, du bist, ja, sagen wir mal, positiver ausgerichtet, du lässt dich mitreißen, sehr viele Events stehen für dich an dieses Jahr und gut möglich, dass einige von euch mit dem, was sie tun, mit dem, was sie vorhaben, an die Öffentlichkeit möchten. Doch auch da ist Geduld angesagt, erst ab Mitte des Jahres. Dann für die Waagen, die in der Liebe nicht so recht wissen, auf welche Seite sie sich schlagen sollen, zu was oder wem sie sich bekennen sollen, wollen. Dort gibt es auch eine kleine Überraschung. Es wird gelöst und es wird verbunden. Sie sagen, jemand sehr Naturverbundenes wird ausschlaggebend für euch. Dann geht es darum, ein Thema aufzulösen dieses Jahr. Es ist ganz, ganz wichtig, gut möglich, dass es mit der Familie zu tun hat. Gut möglich, dass es mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Also das, was ihr als ungerecht empfindet, beziehungsweise ja, aus eurer Vergangenheit wirklich noch nach euch schleppt und euch sagt, wenn das damals nicht so gelaufen wäre. Also dieses Thema wird noch einmal aktuell. Gut möglich, dass ein Skorpion da auch eine Rolle spielt oder ein Zwilling, muss aber nicht unbedingt sein. Und es geht darum, dass ihr euch von dieser Fessel befreit. Einige Waagen werden sich mit Malerei und Fotografie beschäftigen, vor allem Akte, Aktmalerei oder eben Aktfotografien werden ausschlaggebend. Dann geht es um eine Unterschrift. Eine Unterschrift. Ist auch ausschlaggebend. Wow. Ja. Eine Unterschrift, vielleicht irgendein Dokument, das, wo die Unterschrift vergessen wurde oder wo irgendjemand unterschrieben hat und sagt, das ist nicht meine Unterschrift. Der Krebs schon wieder. Also, Neuland wartet auf euch, gut möglich eben durch den Krebs angestoßen als Input oder ihr fahrt zu einem Krebs, wie dem auch sei. Die Frage ist, seid ihr wirklich innerlich bereit, dieses absolute Neuland zu begehen? Ich denke, es gibt, wie gesagt, zwei kleine Umwege, die aber zu eurem höchsten Wohle sind. Ausschlaggebend ist der 18. Juni. Dort werdet ihr etwas ganz, ganz Wichtiges erfahren, eine Antwort bekommen, die sehr, sehr tiefgreifend und erhellend ist. Eine Jungfrau, gut möglich, dass sie euch dieses Jahr ein bisschen vor Rätsel stellt, beziehungsweise ihr von einer Jungfrau geghostet werdet. Auch da Vorsicht, zu viel Energie hineinzugeben. Da kann sich ganz schnell bei euch ein Energieleck bilden. Und New York
New York oder Chicago werden für einige von euch ausschlaggebend. Sei es wirklich als Städte, sei es, dass ihr immer wieder damit in Kontakt kommt, mit diesen Namen. Sie sagen, das Gefängnis, das du dir kreiert hast, wird seine lodernden Tore für immer erlöschen. Ja, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Dann Vorsicht dieses Jahr vor Immobilienkauf, liebe Wagen. Ich weiß nicht, ob ihr dann diese Immobilie wirklich ausnutzen könnt, denn es wartet viel auf euch. Ihr seid viel, viel, viel unterwegs. Ein Hund oder eine Katze, dieses Jahr auch ausschlaggebend, vor allem wenn dieses Felltier ein schwarzes Fell hat. Dann Johanniskraut und blaue Schmetterlinge. Und wir kommen zurück auf dieses Wasserzeichen, wohl ein Krebs, das dieser Zeichen setzt. Doch diese Zeichen, ich weiß nicht, ob sie euch erreichen. Es ist bei manchen, wie als würde dieser Krebs versuchen, euch verzweifelt zu erreichen. Manch einer gut möglich, leider, dass er sich drei Zähne ziehen lassen muss oder es um drei Zähne geht. Ihr werdet ab März, April ein großes Stück mehr wieder in eure Kraft kommen, euch wieder. Ihr selbst, ja, manchmal fühlt man sich doch so komisch, dass man sagt, da, wie als wäre ich fremdgesteuert oder ich bin so abgeschlagen und K.O. und müde und erschöpft oder man ist so motivationslos. Und das, liebe Wagen, wie gesagt, das zieht ihr euch so ein bisschen schon, habt ihr euch hineingezogen noch von den letzten Monaten des Jahres 2023. Das darf März, Ende März, April enden. Und ihr bekommt eine neue Ausrichtung, neue Pläne, neues Ich will, ich hätte gerne, sind spruchreif und eine vermeintliche, sie sagen, eine vermeintliche Enttäuschung durch einen anderen Menschen im Zwischenmenschlichen. Erweist sich als großes Missverständnis. Also so nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Ja, liebe Waage, wir machen weiter im Extended, schauen uns Monat für Monat an, mit was zu rechnen ist, was da auf dich zukommt, welche Energien dir zur Verfügung stehen. Wir warten im Extended auf dich. Wir freuen uns. Bis gleich. Ciao.